Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach Köln. Meine Damen und Herren, wir zeigen nun den amerikanischen Dokumentarfilm »Die Wüste lebt«, eine der berühmtesten Produktionen Walt Disneys. In außergewöhnlichen Aufnahmen berichtet der Film von der Vielfalt der Naturschönheiten in den Wüsten Nordamerikas. Er zeigt die ausgefallenen Landschafts- und Pflanzenformen und das aufregende Leben der Tiere. »Die Wüste lebt«, 1953 entstanden, wurde seinerzeit mit einem Oscar ausgezeichnet. Ununterbrochen wehen Winde über unsere Erde hinweg. Das sind die Passatwinde, die im Zeitalter der Segelschiffe manche kostbare Ladung über den Ozean geführt haben. Und doch könnte kein Kauffahrteischiff eine so unschätzbare Ladung bergen, wie die Winde selbst mit sich führen. Denn diese Luftströmungen bringen die Wolken heran, mit dem lebensspendenden Regen. Manchmal aber treffen die Winde auf eine natürliche Barriere. Wie eine ungeheure Granitmauer erheben sich am westlichen Rande von Nordamerika die Sierra Nevada und das Kaskadengebirge.